Es ist Dienstag und das bedeutet, dass der Arbeitsminister über neueste Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt spricht. Die Lage würde sich langsam entspannen, sagt er, aber in manchen Bereichen gibt es noch viel zu tun. Langzeitarbeitslose will die Regierung mit einem sogenannten Neustartbonus unter die Arme greifen. Die Arbeitslosigkeit geht in Österreich weiter zurück. Arbeitsminister Martin Kocher hat am Dienstag die aktuellen Zahlen präsentiert. Die Aussichten für den Arbeitsmarkt sind weiterhin sonnig. Wir haben im Vergleich zur Vorwoche um 5.000 Personen weniger arbeitslos gemeldet und stehen jetzt bei einer Arbeitslosigkeit von 289.901 Personen, die beim AMS vorgemerkt oder gemeldet sind. Das ist eine weitere Entspannung, wie gesagt, zur Vorwoche. Wenn man die Schulungsteilnehmer dazu rechnet, das sind im Moment 72.200, kommen wir auf eine Zahl von 362.000 Personen, die im Moment arbeitslos oder in Schulungen sich befinden. Das ist ein starker Rückgang auch über die letzten Wochen. Zur Kurzarbeit sind derzeit noch knapp 300.000 Personen angemeldet. Da sind zum Beispiel auch viele im Tourismus drinnen. Das liegt natürlich daran, dass im April, Anfang Mai noch nicht klar war, wie die Öffnungen stattfinden werden, wie stark sie sein werden, ob auch die Grenzen geöffnet werden. Deshalb haben viele Betriebe ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Kurzarbeit angemeldet. Wir gehen nicht davon aus, dass diese knapp 300.000 Personen auch tatsächlich abgerechnet werden in der Kurzarbeit. Das wissen wir allerdings erst im Juli oder August. Vorsichtige Schätzungen würden wahrscheinlich in die Richtung von 50-60% der Personen, die davor angemeldet sind, die tatsächlich abgerechnet werden, gehen. Die Kurzarbeit ist also noch ein wichtiges Instrument. Man sieht aber auch im Vergleich zum Beispiel zum Vorjahr, dass sie weniger stark genutzt wird. Wir unterstützen die Situation am Arbeitsmarkt auch weiter mit 1. Juli, mit der Phase 5 der Kurzarbeit über den Sommer hinweg. Wir werden, wenn diese Phase 4 ausläuft, der Kurzarbeit, die Sie hier sehen, natürlich auch mehr Arbeitskräfte wieder zur Verfügung haben, weil die Phase 5 eben differenzierter ist, mit einem spezifischen Fokus auf schwer betroffene, massiv betroffene Betriebe und dann mit der reduzierten Förderhöhe für den Rest der Betriebe. Wir gehen davon aus, dass die Kurzarbeit im Laufe der nächsten Monate auf ungefähr 100-120.000 Personen zurückgehen wird. Von weiteren Öffnungsschritten, etwa in der Nachtgastronomie, seien zusätzliche Erholungseffekte zu erwarten, so der Minister.